So, apropos CD, ihr habt ja auch eine neue CD rausgebracht. Ich halte die mal eben hier ein bisschen hoch. Die nennt sich Kunstloses Brot. Ist das deutsche Texte, ne? Ja. Die kann man hier auch sozusagen ersteigern. Davon stehen 3 Stück in der Verlosungsliste. Und dazu gibt es dann hier auch noch so ein wunderschönes T-Shirt. Nogge, hält das mal bitte hoch, ja, dass das mal in die Kamera lächelt. Das ist vorne und das ist hinten. Das ist ganz einfach, also nur 2 Seiten. Das ist, Darf ich noch was sagen? Ja. Da steht drauf, brandgefährlicher Rock'n'Roll. Müsst ihr schön anrufen hier, glaube ich. Ne? Ja, genau. Also davon gibt es auch 3 T-Shirts, 3 CDs, Telefonnummer hier bei uns im Studio 0431. 64-004-22. Die ersten Anrufer für die CD kriegen je eine CD zugeschickt. Die nächsten kriegen je ein T-Shirt zugeschickt. 3 CDs, 3 T-Shirts, ganz schnell ans Telefon 0431-64-004-22. So, und nun wollen wir die Band noch vorstellen. Die Band vorstellen. Okay, Nogge, das machst du. Ja, das mache ich, also gerne mache ich das, also, obwohl eigentlich mache ich das nicht so gerne, aber doch, ich mache es gerne. Wichtig dabei ist nochmal zu sagen, dass auf der CD 17 Titel drauf sind, die wir heute Abend spielen, die sind auch alle drauf, das ist immer wichtig. An der Gitarre, da haben wir den netten, lieben Stefan, und ich möchte euch verraten, Stefan hat heute Geburtstag. Ja, der Stefan. Und an der Bassgitarre, da drüben hat die Kamera, guck mal, hier müssen wir mal gucken, die sind, ja, das ist der an der Bassgitarre ist der Fred. Freddy, den kennen bestimmt einige noch von Hosch. Und am Schlagzeug ist der liebe, guck mal, ich muss erstmal gucken, Markus, ob du gleich hier, guck mal, jetzt ist er im Bild, guck mal da. Mach mal, genau, sehr schön. Das ist Markus am Schlagzeug, ne? Mach mal winke, Markus, mal winke, gut, sehr schön. Ja, und dann möchten wir uns nochmal bedanken für die Einladung hier an den offenen Kanal Kiel. Wir sind gerne hier gewesen und jetzt spielen wir natürlich nochmal 4 schöne Titel, die natürlich auch auf unserer CD drauf sind. Und wir fangen an gleich mit einem kleinen Klassiker schon von uns, aber das verraten wir erst nach euren Programmtipps. Okay. Gisela hat gewonnen. Wir grüßen auf diesem Wege Gisela, du warst die erste Anruferin. Wer das auch immer ist, das hast du gut gemacht. Dankeschön. Meld dich mal. Der goldene Rider und dann wurde ich Twix. Ich weiß schon, Schokoriegel in bunten Regalen unserer Stadt. Dort steht ein Riesenkaufhaus, wie es noch keiner gesehen hat. Es hat ein Fassungsvermögen, sämtliche Schokomäuler der Stadt. Knurrt dir der Magen schon, wirst du doch verrückter gemacht. Hey, 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 ich war der goldene Rider. Hey, 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 ich wusste wirklich von nix. Ich hatte so viele Neider, doch dann wurde ich Twix. Ja, dann wurde ich Twix. Neue Verkaufsregale, anderes Wort, selbes Papier. Es brannte wie Feuer in meiner Seele. Ich dachte, dass ich den Titel verliere.
so viele Leider. Doch dann wurde ich fix. Ja, dann wurde ich fix. So viele Leider. Doch dann wurde ich Twix. Ja, dann wurde ich Twix. Auf meinem Weg in die Werbung sah ich noch einmal das alte Papier. Es brannte wie Feuer in meiner Seele. Ich dachte, dass ich den Titel verliere. Wirklich von nix. Hey, 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 ich hatte so viele Leider. Doch dann wurde ich Twix. Ja, dann wurde ich Twix. Goldene Rider.